Ich bin Benjamin Treu, bin hier in der Kreativwerkstatt tätig, in Putbus und bin 38 Jahre jetzt alt. Wir haben Demonstrationen gespielt, in einer völlig befreiten kindlichen Form, so wie wir uns das vorgestellt haben. Mein Vater, der hatte uns das verboten, das zu spielen, weil natürlich die Aufmerksamkeit vom ganzen Dorf darauf stand, dass wir lauthals Parolen gerufen haben, die natürlich nicht systemtreu waren. Gorbi war natürlich eine ganz wichtige Parole. Und wir sind das Volk, kam auch vor. Und Freiheit war ein ganz wichtiges Thema für uns. Dieses eingesperrt sein, habe ich als Kind schon selbst kapiert. Und das ist ein Manko. Menschen kann man nicht einsperren. Und das wird immer zur Revolte führen. Und ich finde es toll, dass die Menschen so weit das verstanden haben, dass es recht friedlich diesen Übergang geschafft haben. Wichtig ist für die Menschen, dass man aufeinander zugeht. Aufeinander zugehen heißt, das Vergangene nicht vergessen zu lassen, aber mit Vergebung an den Menschen ranzutreten.